Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal The Red Hood. Heute gibt's für euch ein Review zu einem Star Wars Paperback, und zwar Star Wars Darth Vader, der Auserwählte. Und ja, ich war selbst überrascht, aber ich war neulich mal wieder im Comicladen, war eigentlich auf der Suche nach Venom 3, das ist nämlich für die Händler schon wieder nicht bestellbar. Panini, was ist das falsch mit euch? Und da sprang mir... dieser Band ins Auge. Ganz einfach aus dem Grund, ich hatte schon mal einen Star Wars Comic, Star Wars Darth Maul, so ein Dathomirs, wie auch immer, und ich hatte einfach auch mal wieder Bock auf Star Wars. Und ja, dann hat sich das halt angeboten, denn jetzt kommen wir direkt zu einem Punkt, der einfach ein riesen Vorteil ist für Comic-Einsteiger, Star-Wars-Fans, die einfach so mal einen Comic lesen wollen, oder auch Leute für mich, die einfach mal wieder Lust auf Star-Wars haben, sich aber nicht einer kompletten Reihe hingeben wollen, denn ihr könnt einfach in den Comic-Laden gehen oder was auch immer und könnt euch eigentlich einfach irgendein Star-Wars-Comic holen, denn so ziemlich alle Bände von den neuen von Disney sind Einzelbände. Natürlich ist im Hintergrund manchmal vielleicht noch so eine kleine Story oder wiederkehrende Charaktere, aber diesen Band, der lehnt sich zum Beispiel auch sehr stark an den Film an. Da lese ich mal kurz hier hinten die, ich sag mal, Mini-Inhaltsangabe vor. Diese Story beginnt an der Stelle, an der die Rache der Sith endet. Nachdem Anakin Skywalker von seinem neuen Meister Darth Sidious in letzter Sekunde gerettet wurde, wacht er in einem kybernetischen Anzug auf und erfährt, dass seine Frau Padme tot ist. Blablabla, dann geht's noch ein Stück weiter. Und ja, das finde ich schon mal mega, mega geil, denn das Comic fängt wirklich genau an, wenn der Film aufhört. Außerdem gefallen mir die Zeichnungen wieder super, da die tatsächlich, was ich davor gar nicht wusste, vom selben Zeichner sind wie von der aktuellen Spider-Man-Reihe. Also wenn ihr die zum Beispiel kennt und euch gefallen die Zeichnungen da auch, dann wird euch das Star Wars Comic sicherlich auch gefallen. Denn ich finde, da kam mir die Zeichnung sogar noch ein bisschen besser aus. Ich glaube, das liegt daran, ich bin mir nicht gerade sicher, aber ich glaube, die Deadlines bzw. das Timing zwischen dem Spider-Man-Comic und den Star-Wars-Comics ist unterschiedlich. Also ich schätze mal, der Zeichner hatte für Star-Wars deutlich mehr Zeit, was man meiner Meinung nach sieht. Nun weiter auf die Story. Wie gesagt, das Comic geht direkt da weiter, wo Episode 3 aufgehört hat. Und Vader wird quasi auf seine erste Mission geschickt. Und zwar hat Obi-Wan ja am Ende Anakins Lichtschwert mitgenommen. Aber natürlich braucht ein Sith-Krieger ein eigenes neues Lichtschwert. Und das muss natürlich rot sein. Ja, in alten Legends war das ja so, dass rote Lichtschwerter einfach aus synthetischen Kristallen waren. Also die Kristalle, die in den Lichtschwert sind, die für die Farben, ich sag mal, zuständig sind, waren einfach von den Sith synthetisch hergestellt und deshalb rot. Aber jetzt ist das Ganze neu gemacht. Das neue Kanon ist nämlich so, dass man, um ein rotes Lichtschwert zu haben, den alten Kristall zum Bluten bringen muss, was ich richtig, richtig cool finde von der Idee her, da das halt den Lichtschwertträger mehr mit seinem Lichtschwert verbindet. Generell wird hier auch ein bisschen auf das System der Kristalle eingegangen, da sie zum Beispiel eigene Lebensform sind und man sie deshalb zum Bluten bringen kann, da sie halt eben auch in dem Sinne Gefühle haben und auch Schmerzen empfinden kann. Ist ja auch logisch, bei der Macht empfindet alles Schmerzen und so weiter. Und ja, da Darth Vader ja im Moment gar kein Lichtschwert hat, macht er sich direkt auf die Suche nach Überlebenden der Order 66, findet auch sehr schnell einen Kollegen und macht sich auf den Weg, gegen den zu kämpfen, sein Lichtschwert zu holen und dieses zum Bluten zu bringen. Und ja, ich will nicht weiter auf die Story eingehen, denn bei diesem Band ist es wirklich so, da es ein Einzelband ist und keine fortgehende Story, will ich euch nicht alles wegspoilern, und es ist eine absolute Kaufempfehlung bzw. Leseempfehlung von mir für diesen Band. Ich glaube, das ist aktuell sogar der neueste Star Wars Band, und dieser hat mich jetzt doch so gehypt, dass ich mir auf jeden Fall noch ein paar mehr holen möchte. Ich bin generell auch wieder so ein kleines bisschen im Star Wars Fieber, jetzt nicht unbedingt
weil ein neuer Film rauskommt, denn das dauert ja noch bis nächstes Jahr. Aber ich habe einfach im Moment Lust, zum Beispiel habe ich schon gesehen, das Darth Maul Paperback, das jetzt rausgekommen ist, das, wo die Story ja neulich erst in den Heften waren, da freue ich mich mega drauf. Ich glaube, das ist das auf jeden Fall das nächste, das ich mir hole. Ich habe schon gesehen, es gibt einen Haufen, besonders Darth Vader Comics, und ich bin ja ein Prequel-Fan, muss man ja einfach so sagen. Deshalb finde ich Anakin, Darth Vader, richtig geile Lichtschwertkämpfe und so. Richtig, richtig cool. Und ja, also für alle Leute, die Lichtschwertkämpfe cool finden, ein bisschen mehr über das Star Wars-Universum erfahren wollen, ein Einzelband haben wollen, um sich nicht auf eine komplette Reihe zu fokussieren, der auch noch dafür, dass er recht dick ist, 148 Seiten für 17 Euro, glatte 17 Euro, richtig, richtig geil, einfach große Empfehlung. Und ich muss auch sagen, obwohl er so relativ dick ist, ich kann ihn ja mal kurz mit Spider-Man Band Nummer 3 vergleichen, ich würde sagen, der ist ungefähr so ein Dreiviertel davon, ich hoffe, das sieht man jetzt so einigermaßen, und ich bin da wirklich innerhalb, ich glaube, von ein, zwei Stunden bin ich da wirklich flutsch durchgerast. Und vielleicht habe ich auch zu schnell gelesen. Denn im Nachhinein muss ich sagen, kam es mir sogar ein bisschen kurz vor. Aber natürlich kann das, ist das offen für Interpretation. Denn das wiederum ist für mich noch ein Bonuspunkt. Weil ich habe das ja schon oft in anderen Comic-Reviews erwähnt. Wenn sich ein Comic nicht gestreckt anfühlt und einfach Spaß macht und einfach durchflutscht, dann ist das richtig, richtig geil. Und ja, ich habe es jetzt schon tausendmal gesagt, Kaufempfehlung, Leseempfehlung, hol dich den Comic. Selbst, vor allen Dingen, wenn ihr noch gar keinen Star Wars Comic habt, solltet ihr das unbedingt einfach mal ausprobieren. Und ja, wenn ihr noch andere der Star Wars Paperbacks habt oder vielleicht sogar die aktuelle Heftreihe verfolgt, könntet ihr mir ja mal ein paar Empfehlungen in die Kommentare schreiben von Paperback-Stories oder von kurzen Heft-Stories, was ich auch ziemlich cool finde. Ist ja bei den Heften, dass immer, ich glaube, 2-3 Hefte, wenn nicht sogar noch weniger, eine abgeschlossene Story sind. Deshalb, wenn ihr Empfehlungen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare und ja, kauft euch den Comic. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, Leute, ciao.